Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Medium Producers. Und ihr seht schon im Hintergrund, es geht heute weiter wieder mit Subnautica. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, dass wir den Laserschneider fertig hatten, wenn ich richtig liege. Ja, und endlich unsere Dings hatten. Wie heißt sie? Aua! Unsere schöne Seemotte. Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal auch noch nicht das Signal, ein Signal bekommen. Genau, von LivePod 19. In 300 Metern Tiefe liegt. Ich würde sagen, dass wir da jetzt einmal hingehen. Letzter Übertragungsort des zweiten Offiziers Keen. Ich kann es nicht sehen, weil meine Schwimmbrille, da, Taucherbrille davor ist. Aber ist auch egal. Wir schauen da jetzt mal hin. Oh, 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 wir haben hier noch... Wenn wir wieder fragt, ich habe mir auch noch mal einiges. Oh, 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 ja, wir können ja noch gar nicht hin. Da liegt noch was. Vielleicht ist das was Praktisches. Ja, wir passen schon fast 200 Meter, Alter. Fahrzeugerweiterungskonsole. Ja, ich glaube, wir gehen hier wann anders hin. Jetzt erstmal zurück, weil da war noch was. Da waren noch Wrackteile oder so. Da kann man nochmal hinschauen. Dann einmal den Laserschneider reinziehen. Könnt ihr mal nicht so dumm sein und gegen mein... Hallo? Halt, stopp! Ach, du greifst mich an. Ach, du dummes Ding, du. Erstmal schneiden wir hier eine Tür auf. Und nochmal schneiden. Da schwimmt schon wieder was gegen meine Seemotte. Schubkanone. Oh, 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 oh. Das ist noch ein Stuhl, den ich scannen kann. Und ich dachte, das Signal von Live Cup 19 würde mich jetzt... oh geil, wir haben die Schubkanone. Zu einer Insel führen. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wo eine Insel ist. Also würde ich da einfach gleich mal hinschauen. Ich glaube, das wäre ein gutes Ziel für diese Folge. Einfach mal auf eine Insel gehen. Aber hier lagen noch ein paar... Fraktelle außenrum, ne? Scannerraumfragmente, oh, wichtig. Haben wir den auch. Ich würde jetzt noch einmal wieder zum Live-Pod gehen und mein Inventar ein bisschen leeren und dann Richtung Insel schauen mal. Das wäre jetzt so mein Go-To. So, man könnte sich aber noch mal ein bisschen Essen und Trinken machen. Mal kurz was fooden. Achso, wir haben ja auch noch ein Kommunikationssignal. Ganz Zeit vergessen. Ja. Notkapsel 12. Signal location uploaded to PDA. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. So, wir haben jetzt gerade noch ein Signal für den nächsten Live-Pod bekommen. 12. Aber da stand doch gerade noch irgendwas dabei, oder? Hier. Warnung, Rettungskapsel ist unter die sichere Tauchtiefe gesunken. Unternehmen Sie keinen Rettungsversuch ohne Tauchausrüstung. Ja, das heißt, da können wir auch noch nicht so richtig hin. Aber ich markiere mir die beiden mal mit Rot, damit ich weiß, dass ich die noch machen muss. Ja, richtiger Kurs. Ich glaube, das war sogar Kurs von LivePod 19, oder? Jo. Ja, hier ist eine Insel, wusste ich doch. Brückenstein. Wir haben schon wieder ein Notsignal, Alter. Ich bin gerade mal bei der Insel angekommen. Genau hier wollte ich hin. So. Du wartest hier. Ich hoffe, ich krieg dich da wieder raus. Das ist nicht gut. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das ist nicht gut. Fuck. Okay.
hat irgendwie noch nicht ganz so funktioniert, aber es hat irgendwie geklappt, dass ich... Wow! Wo ist mein Simo hin? Wo ist mein Simo hin? Ich hab meinen Simon befreit. Ja. Ja, ist okay. Ich hab meinen Simon befreit. Ja. Ich wurde dafür aber gerade gejietet wie sonst was. Ich lass die jetzt hier stehen. Okay. Ich wollte eigentlich nur auf diese Insel. Hab sie befreit, ohne das Spiel zurücksetzen zu müssen. Okay, hier ist Alien-Technik. Brennender Bogen. Gefleckte Klapper. Scheint aber nicht mehr zu sein. Deshalb bauen wir ab, Alter. Da oben ist was, genau. That's where we wanna go. Und da ist noch was. Und da drüben ist auch noch was auf dem Berg. Stable. Stace-Gewehr-Fragment. Stase. Farnpalme. Larvenkorb. Voxelstrauch. Erstmal das Innenbeet. Generell abscannen. Observatorium, ja. Das wäre auch nicht schlecht. Sonst noch eine Pflanze, ja. Laternenbaum. Ach, das hat auch die Laternenfrüchte. Die kann ich dann wahrscheinlich auch, ja, bei mir anpflanzen. Muss ich mir nur wahrscheinlich dann nochmal neu holen, weil bis ich was gebaut habe, sind die Samen verdorben. Und ich weiß nicht, ob man aus den kaputten Samen noch was craften kann. So, dann gehen wir jetzt da runter. Chinesische Kartoffel. Marmormelone. Wir lassen das alles mal noch hier stecken, weil ich nicht will, dass das verdirbt. So kann ich das nämlich dann anpflanzen, wenn wir selbst... Oh, Charlotte. What did he say? Oh, Charlotte. Alter, bist du Jack? Shot, Alter. Warum lese ich hier... Bro, was ist mit meinem Gehirn los? Und dann mach so, Auto so machen, ich machen so, aber... Unfall. Ultrafähige Schwimmflossen. Geil. Paul-Torges Aufzeichnung ausgesetzt. Eine Batterie. Entspannt. Sturm. Okay. Mehrzweckraum. Sehr gut. Wichtig und richtig. Wir machen heute richtig gut Progress, Alter. Erstmal zwischendurch den übelsten Geilo-Bug gehabt. Kappa auf Geilo, aber Scheinwerfer. Violette Tafel. Die können wir selbst für die Alien-Technologie benutzen. Integrating new PDA data. Warum ist so laut? Aloha. Kompositopf. Danke. Achso, weil ich das gerade. Das war gerade mit der PDA-Data, wo er seinen Spacken hatte. Okay. Keine Ahnung, was das war. Aber ist okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Zeug gefunden. Emailliertes Glas. Wir haben noch die anderen krassen Schwimmflossen, dachte ich. Ja, die Ultrafiegen. Und die leichte Taucherflasche mit hoher Kapazität. Oder? Ist das die wir schon haben? Nee, Standard-Tauchflasche haben wir nur. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Blastahlbahn braucht man dafür. Titanit und Lithium. Lithium. Kriegt man, glaube ich, auch aus demselben Zeug, wo man Diamanten herkriegt. Wir haben hier einen Haufen Fahrzeugerweiterung bekommen. Auch sehr wild. Die können wir auch herstellen, theoretisch. Ein Tiefenmodul für die Seemotte. Geil. Wir haben schon Stufe 3 technisch gesehen. Dafür brauchen wir nur Rubin. Kann ich die nicht schon... Also die kann ich nicht einfach so herstellen wahrscheinlich dann, oder was? Aber wir haben schon die Tauchflasche mit hoher Kapazität. Geil. Ja, dann machen wir die noch easy. Das heißt, wir craften jetzt auf jeden Fall noch die Taucherflasche. Und dafür brauche ich zweimal Glas. Müssen wir mal die Gravitationsfalle machen, damit wir uns mehr Food und so angeln. Einmal Glas herstellen. Und noch einmal Glas herstellen. Erstmal jetzt die. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Wir haben jetzt 45. Achso, nee, ich weiß nicht, wie viel mit. Ich glaube, 70 hatten wir mit der anderen. Wie viel haben wir jetzt mit der? 135! Yeah.
Oh. Nimm mir noch einen. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. But that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're it. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Okay, aber Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und ja, mal sehen, was in den nächsten Folgen, was wir da alles schaffen. Ja, dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!